So, 2 Wochen sind schon wieder um. Zeit für eine weitere Folge Satisfactory. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich habe einen neuen regelmäßigen Zuschauer bei mir auf dem Kanal, der Thorsten, und der hat mir einige coole Hinweise gegeben. Und tatsächlich werde ich daraufhin jetzt mal ein bisschen umbauen, das Ganze. Ne, zum einen werde ich diese Eisenstangenproduktion hier rüberlegen. Und ich werde dann hier, ja, maßgeblich Schrauben eigentlich produzieren. Ne, und werde hier oben eine Schraubenproduktion tatsächlich hochziehen. Dafür müssen wir noch einmal Eisen ran schaffen, aber das kriegen wir ja eigentlich ohne Probleme hin. Und wird damit jetzt eigentlich direkt mal anfangen. Dafür werden wir ein paar neue Bahnen brauchen. Ne, ich glaube, ich fange hier drüben erstmal mit dem neuen Container an. Den werde ich nämlich direkt da oben, nanu, was ist mit der Logistik, Organisation, da sind die Lagercontainer. Wird da oben nochmal einen raufbauen. Zack. Und dann gehen wir nämlich einmal hier runter. Und der hier macht ja zurzeit, genau, der liefert da hinten hin. Das soll er langfristig, aber tatsächlich nicht. Ne, der wird das Ganze da rein spucken. Und dafür werden wir hier noch ein zweites Förderband bauen. Ne, dafür nehmen wir erstmal das da weg. Zup. Und das auch. Und das auch. Und dann bauen wir hier tatsächlich so eine Doppelwand hin. Zack. Die kommt dann. Das will ich mal sehen. Kriege ich da eine hin mit Wandhalterung? Das wäre total geil. Also, ich kriege eine Wand auf jeden Fall hin. Aber kriege ich auch das Fließband dran? Ach, scheiße. Jetzt habe ich das hier leider verstellt. Moment. So, das ist die 3. Geht das? Nee. Schade. Aber wir setzen den Konstruktor einfach ein Stückchen da hinten. Und dann wird das. Zack. Zack. Wir machen das hier jetzt einfach im Schnelldurchlauf. Und bauen das so um, wie ich das für richtig halte. Einmal richtig rum. So, gucken, dass wir den Maximalabstand hinkriegen. So. Daran. Dann daran. Na, dann daran. Und da geht's von hier schon mal hier hin. Nicht genug Freiraum. Ach komm, diese Dinger gehen mir echt auf die Nüsse, ey. Die einen kannst bauen, die anderen nicht. Nicht genug Freiraum? Wieso nicht? Ach, das geht, aber das geht nicht. Aber halb so wild, der kann eh weg. Zack, und dann geht das nämlich hier ran. Das Ding kommt dann ja auch langfristig weg. So, und dann geht's von hier nach da. Ist zumindest der Plan. Jetzt ist die Frage, kriegen wir hier immer noch einen Weg rüber? Das will ich mir nämlich eigentlich ganz gerne erhalten. Wahrscheinlich nicht. Nee. Dann müssen wir mal einmal was gucken. Aber das wird zu steil sein. Ja. Wie muck wie das? Wie muck wie das? Wie muck wie das? Siehst du, schon wieder Sachen, die ich nicht bedacht habe. Ätzender Scheiß. Denken wir später drüber nach. Erstmal Produktion wieder einrichten. Das wäre mir erstmal wichtiger. So, dann machst du bitte Eisenstangen. Zack. Und fertig. Achso, ja, Strom wäre gut, ne? So, dann kann der schon mal wieder loslegen. Dich versetzen wir dann auch gleich nach hinten. So, Produktion. Konstruktor wieder hier hin. Gucken, wo steht der? Das wird den hier genauso setzen.
zu was sie nicht alles parallel sind. Meine Güte. So. Dahin, dahin. Das da brauchen wir dann tatsächlich nicht mehr. Da kommt eine normale Wand hin. Was ist denn jetzt dein Problem? Ehrlich? Das geht wegen dem nicht? Komm, mach keinen Scheiß, ey. Ach, das geht wahrscheinlich eher wegen dem nicht, ne? Zack. So, passt auf jeden Fall die Wand wieder. Dann kommt hier wieder ein Weg lang. Zack. Das kommt erstmal weg. So. Da haben wir eine Wandhalterung. Kann ich da eine Wandhalterung ranbauen? Jetzt weiß ich wieder beides weg. Auch sehr geil, aber egal. Wir probieren was aus. Wände mit Wandhalterung. Nee, aber nicht so. Genau. Halt. So. So, jetzt gehen wir von da nach da, von da nach da und von da. Sauber. Nach da. Das heißt, der kann auch wieder fleißig Eisenstangen produzieren. Kriegt natürlich auch Strom. Zack, zack. Dann läuft ebenfalls die Halle wieder komplett. Und wir kriegen schon mal wieder Eisenstangen. Der Container hat zum Glück mehr als ausreichend gelagert. Und jetzt würden wir nach oben schon kommen. Ach, scheiße hier. Ne, denn hier wollen wir jetzt auch Eisenstangen haben. Die vorerst da enden, aber das wird sich gleich ändern. Hier kommt eine Wand. Eigentlich können wir das hier eben ehrlich machen, oder? Das machen wir bis hier, machen wir das so. Da will ich eh nicht runterlaufen können. Dann kann da so eine hin. Das nehmen wir auch gleich weg. Dann kommt hier einmal eine Wand hin. Hier eine mit Förderband. Zack. Zack. Ich will ja nur vernünftig reinlaufen können. So, so, so. Dann können wir da runtergehen. Und da haben wir wieder eine mit zwei Öffnungen. Da gehst du ran und da gleich die andere. So, denn der nette kleine Konstruktor hier soll dann Schrauben machen. Und zwar aus Eisenbarren. Das ist das falsche Rezept. Alternativ. So. Da machen wir Schrauben draus. Die sind wahrscheinlich, ja gut, nicht so viel drin. So. Dann laufen hier noch ein paar Stangen lang. Dann kommt da noch ein Container drauf. Zack. Hui. Und dann läuft die erste Schraubenproduktion wieder. Förderband zu steil. Ja, habe ich mir fast gedacht. Wie machen wir denn das? Muss ich die nur. Ich will den nicht nach hinten setzen, weil da. Wir gucken mal. Machen wir mal so. Geht das? So schon mal gar nicht. So auch nicht. Also du könntest jetzt auf jeden Fall von hier nach da. Aber das bringt uns nichts. Mal gucken hier. So. So, ginge das? Das ginge auch nicht. Nächster Versuch. Das ginge. Das ginge natürlich nicht. Ich will eigentlich nicht wieder mit dem Lift bauen. Das finde ich doof. Da habe ich mal so überhaupt keinen Bock drauf. Was wir versuchen könnten ist... Moment. Das geht sehr schön.
Nee, nicht so. Da sind wir noch auf der Höhe. Dann würden wir so machen. Nicht dahin. Dahin. Das geht leider auch nicht. Schade. Sehr, sehr schade. Hm. Wie muck wie das, wie muck wie das. Wahrscheinlich dann doch mit dem Lift. Dam, dam. Na gut, bauen wir halt einen Lift. Und mit einer leeren Maus spielt sich das ganz beschissen. Warum ist eigentlich jedes Mal, wenn ich hier aufnehme, meine Maus leer? Das ist doch zum Kotzen. Pam, papadam. Ne, es geht immer die ganze Woche und wenn ich dann aufnehmen will, dann ist Kacke. So. Ja, natürlich wieder falsch rum. Dum, dum. Machen wir mal hier einen hin. So. Und dann nochmal ein Lift. So läuft. Was zwar auch noch Quatsch ist, weil wir eigentlich höher müssten, aber naja, wie das so ist. Tun wir hier überhaupt rum? Natürlich nicht. Scheiß, noch eins. Gehen wir so weit rüber, wie wir können. Das passt nicht, das passt. Zack. Oh, bitte. Wieso baue ich hier eigentlich auf einen Millimeter, ey? Das ist doch scheiße. Hm. Nervrotz. Das nervt wirklich. So, machen wir einfach mal. So, jetzt kommen wir natürlich hier nicht ran. Aber... Nee, das ist ja auch Blödsinn. Ach Mensch, ey. Ich... Mach mich nochmal kaputt an diesen Scheißliften. Und dass er immer nach da den Ausgang setzt, ey, das muss ich doch irgendwie ändern können. Das ist doch scheiße. So, was könnten wir denn noch versuchen? Das Ändern bringt überhaupt nichts. Wir setzen den ganzen Fuddel einfach ein kleines Stückchen nach hinten. Ist mir denn auch scheißegal. Das Ding hier wahrscheinlich gleich Kisten rum. Jo. Mit etlichen Eisenstangen. Meine Güte. Die füllen wir mal erstmal hier rein. Komm her. We don't waste. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Okay, damit. Dann ist der schon mal voll. Danke. Der auch. So. Manchmal ist es echt frickelig, ne? Meine Güte. Nur weil man hier einen schönen Plan hat. Eisenstangen sind da auch noch, warum auch immer. Ich meine, ein paar nehme ich ja nachher gleich wieder raus. Ist ja nicht das Ding. So. Dann haben wir die schon mal alle. Dann kommt das hier weg. Und dann setzen wir diesen Scheißcontainer. Einfach so einen Hauch nach hinten. Beide so richtig rum. So, gucken. Und feuerfrei. Echt jetzt? Komm schon, ey. Alles so schön sauber geplant. Und was ist? Nix ist. So. So.
So. Ist jetzt gerade nicht optimal, aber drauf geschissen. Und das hier weglassen. Ja. Das gefällt mir besser. So. Jetzt können wir aber auf jeden Fall das hier nochmal wegreißen. So machen. Und vielleicht ja sogar so. Ha. Zack. Manchmal sind es die einfachen Lösungen, ne? So, damit kommen da jetzt Schrauben an. Und wir können jetzt hier hinten nachher erstmal umdisponieren. Obwohl, hier läuft eigentlich alles noch. Wir können uns ein bisschen Zeit lassen und ziehen erstmal die zweite Schraubenproduktion hoch. Dafür müssten wir erstmal sehen, wo Eisen herkommt. Aber egal. Wir bauen das erstmal. Zack. Wie gehabt, hier hinten Lagercontainer. Da ist die Leitlinie. Da ist die Mitte. Ein davon. Eine Schmelze. Möglichst parallel. Zack. Das sitzt schon mal. Und ein Konstruktor. So, dann kriegen wir den ganzen Kuddelmuddel hier auch ein bisschen aufgelöst, den wir hier so zurechtgefuscht haben. Na, steht er manchmal ein bisschen weit in der Mitte. Direkt neben dem. Ja. Das machen wir nochmal. Jetzt stimmt's. So. Das Ganze kommt hier hin und da ich hier nicht durchlaufen will, kann das direkt daran. Und dann passt das auch. Aber ein Container dazwischen. Organisation, Lagercontainer und passe ich daran. Na, passt das? Sehr schön. Und ab rein an die Hütte. Ja, das ist in Ordnung. Feini. Läuft das auch? Dann haben wir hier oben Schrauben. Ist ja der Shit. Alternative Schrauben. Und hier hinten bitte Eisenbarren. Und irgendwann kommt da nochmal was an. Oh oh. Ich glaube gerade ist uns der Saft ausgegangen. Ups. Und ich glaube, wir haben tatsächlich Schaden am Eigentum, ist mir gerade das erste Mal aufgefallen. Gar nicht mal mehr so viel Treibstoff. Na, es könnte aber reichen. So. 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 Der ist komplett leer gebrannt. Da werden noch mehr komplett leer sein, befürchte ich. Und jetzt haben wir nur noch zwei. So viele können es nicht mehr sein. Der ist auch komplett leer. Und der auch. Und mehr haben wir leider auch nicht. Dum, dum. Was sagen denn unsere Vorräte hier hinten? Kalkstein. Na ja, gut. Auf jeden Fall nicht mehr so viel. Wir machen mal fix ein bisschen Biotreibstoff. Per Hand. Damit das hier überhaupt erstmal weiterläuft. Dick, 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 dick. So. Und dann müssen wir wohl oder übel gleich nochmal ein bisschen. Ach Quatsch, wo ich denn? Vorräte auffüllen. Angenommen. Zack, hier auch. Und dann werfen wir die Hülle wieder an. Sehr schön, läuft. Und derweil modulieren wir hier hinten alles weiter um. Ach ja, man kann hier mittlerweile so schön freizügig langlaufen. Ohne dass man sich groß Sorgen machen muss. Zack. Und schon sind wir wieder da.
So. Wird echt Zeit, dass wir bessere Förderbänder kriegen. Ne, auch ein Hinweis von Thorsten. Meine Förderbänder sind einfach zu lahm. Das ist tatsächlich ein Problem. Aber wir haben ja bald die 3er Förderbänder und damit ist auch alles besser. So, jetzt kriegen wir hier eine Menge Eisenstangen. So, die werde ich, glaube ich, auch komplett versetzen. Die kriegen quasi eine eigene Halle. Und zwar hier hinten. Ne, noch läuft da die Schraubenproduktion hier. Das werden wir jetzt, glaube ich, als nächstes einstampfen. Zip. Den ganzen Kuddelmuddel hier weg. Alles abreißen. Ich hoffe, ihr habt genug Lagerplatz im Inventar. Das wäre echt gut. Ich habe mir hier so viel Mühe mitgegeben, ne? Aber am Ende ist es doch wieder für den Arsch. So. Aber ich glaube, so können wir erstmal damit leben. Den Splitter weg. Brauchen wir alles nicht. Was haben wir hier drin? Eine Menge Schrauben. Meine Fresse. Und hier waren auch schon eine Menge drin. Okay, wir bauen uns mal fix so einen Zwischencontainer, der möglichst nicht im Weg steht. Und dann schmeißen wir da erstmal alles Mögliche rein. Wie viel Eisenbahn ich schon wieder dabei habe, ne? Unglaublich. So, und dann sacken wir hier erstmal alles ein. Inklusive der Schrauben hier hinten. Schmeißen die hier rüber. So. Der weg, der weg, der weg. So. Was brauchst du denn? Du brauchst Eisenstangen und Schrauben. Die sollst du bekommen. Von da hinten kommen die Schrauben. Dann können jetzt von hier die Eisenstangen kommen. Was ist das denn? So. Ja, und zwar direkt von hier. Ist doch super, oder? Und etwas erhöht. Kommen die denn woanders her? So. Dann sind wir da erstmal komplett dran. Ja, das gefällt mir. So, du brauchst Eisenplatten. Die kriegst du weiterhin von hier. Da sehe ich überhaupt kein Problem. Und dann kommen die Schräubchen von da hinten. Zack. Setzen wir einfach drunter. Na komm. Und zwar so. Machen wir so. Zack. Zack. Und dann stimmt die Höhe? Gucken wir mal. Ja. Die Höhe stimmt. Und dann gehen wir hier ganz zutsche wieder ran. Und dann sollte wieder alles laufen. Von da kommt, geht da rein. Von hier kommt, geht da rein. Jetzt müssen wir nur noch die Schrauben hier ans Laufen kriegen und dann läuft das auch alles. So, das ist doch gleich viel weniger Kuddelmuddel. Das gefällt mir. Mit den Fließbändern kann man vielleicht nochmal irgendwann arbeiten. Aber erstmal ist das okay. So, dann müssen wir mal einmal gucken, wo kriegen wir denn Eisen her? Eisenerz. Jetzt werden natürlich alle angezeigt, ne? Das ist ein bisschen doof. Wir gucken mal. Da hinten sind es 314 Meter. Das ist ganz schön weit weg. Da haben wir, glaube ich, mittlerweile alle abgeschöpft. Da haben wir, da ist unser Lift. 285. Das ist ja am Arsch der Heide. Und da müssen wir, glaube ich, da rüber. Wo holen wir das Eisen her? Ist da hinten nicht noch irgendwo was?
kicken mal. Hui! Haben wir ja einen guten Grund. Wie viel haben wir denn im Inventar? Hier haben wir ein bisschen Platz gerade. Und wir schaffen auch noch ein bisschen... Ach, scheiße, nee. Wir müssen nämlich eigentlich wieder Brennstoff holen, damit wir weiter auffüllen können. So, da sind drei Miner. Ich meine, das wäre nicht das Problem, wenn wir schon die besseren hätten, aber haben wir nicht. Zack, wir gucken mal nochmal. 84 mehr. Achso, das ist der hier vorne. 174, das sind die da. Da hinten ist gar nichts mehr. Meine Fresse, ist doch scheiße. 375, das ist dann tatsächlich der, ne? Was wir's machen? Müssen wir da halt hin. Die 300 Meter. Und dann kommt halt noch mehr von hier. Manche Dinge lassen sich nun mal nicht ändern. Zack. Nochmal an der Scheiß. Das ist der hier vorne. Ja, nehmen wir alles schon mal mit. Und natürlich kein Treibstoff dabei, aber eine Beere. So, 215. Oh, ist gar nicht so weit, wie ich dachte. Nimm mit den Scheiß. 100. Na, bleibst du wohl an. Da haben wir es doch schon. Ja, das ist ja noch überschaubar. Oh, das ist wieder das Stilzenvieh, den wir uns vorhin zugebaut haben. Was ist das denn? Ist das alles Eisen? Vier Vorkommen. Und hier vorne auch nochmal zwei. Das gefällt mir. Den Scheiß nehmen wir erstmal mit. So, dann holen wir gleich... Das ist rein, das ist gut. Dann fahren wir doch hier mit an. Und führen das erstmal zu uns rüber. Ne, das machen wir recht ungeordnet. Da ist einfach mal... Jetzt habe ich keinen Miner da. Scheiße. Ausrüstung sehr stark. Alles kein Problem. Zack. Einmal einbauen. Haben wir auch schon einen. Reißen uns das Ding selbst unterm Arsch weg. Und dann geht's los. So, wir müssen in die Richtung... Machen wir doch glatt. Miner Marker Run. Und. Zack. Gehen da direkt mit Fließbändern ran. Lauf Forest. Ja, da ist schon zu lang. Scheiße. Dahin. Dahin. Wir könnten direkt bauen, aber das machen wir jetzt nicht. So, ich habe glaube ich nicht genug Eisenplatten dabei. Oh, ist das ärgerlich. Das könnte etwas eng werden, aber ich habe glaube ich noch Eisen dabei. Zack, ab durch die Villa Pampa. Und das war's dann erstmal mit Eisenplatten. Werkbank brauche ich natürlich auch. Ach, scheiße, leck mich doch. So. Zack. Ja, ich habe Eisen dabei. Das tut's ja auch. Machen wir uns fix ein paar Platten. Daran soll's ja... Oh Gott, dauert das lange. Bin ich froh, dass ich das eigentlich hinter mir habe, ne? Aber irgendwie auch nur eigentlich. Ich will zumindest bis zu mir da hinten kommen. So. Weg damit. Tick, 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 tick. Da haben wir nochmal ein paar zusammengekriegt. Nicht viele, aber immerhin. So, bauen wir wieder ran. Zack. Und dann müssten noch hier unsere, genau, Miner stehen. So, na, Boden zu steil. So. Und dann nehmen wir das einmal mit nach hier unten. Oh. Überlebe ich das? Wollen wir es ausprobieren? Wir riskieren das, oder? Hui. Sehr schön.
Das ist tatsächlich zu lang. Wird dann dadurch zu steil. Aber wir probieren aber was anderes. Ach komm schon. Wenn man mal nicht guckt, ne? Wo man hinläuft. Sagt uns das, Kinder. Guckt, wo ihr hinlauft. Sonst geht das schief. So, wir müssen aber nur die kleine nehmen. Das reicht uns, glaube ich. So, so. Wir bauen hier einfach so ein Treppensystem. So, so. Dann holen wir uns das von da oben runter. Ne, wir haben keine Produktion hier rumliegen. Aber gut, das geht trotzdem. Rennen wir da wieder hoch. Scheiß noch eins. Laufwege sind das Letzte. Deswegen bauen wir Förderbänder. So einfach ist es. So. Da sind wir wieder. Und jetzt kommt er mir wahrscheinlich gleich mit zu steil oder so ein Scheiß. Ich sehe es schon kommen. So. Erstmal auf die Platte. Na, als hätte ich es gesagt. Zu teuer. Ach, komm schon, ey. Gut, dann holen wir erstmal neue Sachen. Echt jetzt? Das war der Millimeter zu viel? Zack. Heps. Und dann sind wir ja schon fast da. Es geht ja auf den Förderbändern zum Glück relativ zackig. Ach komm schon. Und die Platten sind auch gleich dahin. Oh, jetzt bin ich aber echt schön nah an dem dran. Ach, erhaben. Sehr erhaben. Zack, einmal durch hier. Und dann müssten hier schon unsere Eisenplatten sein. Wir nehmen da ein bisschen mehr mit. Schaden wird es nicht. Wie viele Stangen haben wir noch? Mehr als genug. Gut. Und wieder zurück. Hier müssen wir uns echt mal was überlegen mit dem Laufen. Obwohl hier hinten müssen wir eigentlich gar nicht so oft hin. Scheißegal. Warum Zeit verschwenden? Zack. Ja. Hier kommt doch mittlerweile ordentlich was zusammen, oder? Finde ich gut. Bin ich Fan von. So, kommst du da hin? Oh, wie geil ist das? Muss ich da gar nicht hochkrebseln. So. Na komm. Wir machen das mal von hier. Okay. Das ist ein bisschen strange, aber okay. Ja, da bin ich zufrieden mit. Das geht schon klar. So. Jetzt brauchen wir hier noch ein Bändchen. Geht das hier nicht? Was soll das? Warum ist das so? Das finde ich aber doof. Dann machen wir es hier hin. Zack. Da oben rauf und dann nach hier. Sieht seltsam aus, ist aber so. So, hier kriegen wir ein Problem, wa? Hier kriegen wir ein kleines Problem. Wir gucken erstmal, ob wir das hier überhaupt hinkriegen. So. Und, na komm schon. Was ist denn jetzt dein Problem? Echt jetzt? Komm schon. So. Und aus Prinzip so. Dann gucken wir, ob wir das hier rankriegen. Ne. Förderband zu steil. Okay, Förderband zu steil können wir aber mit leben. Ach komm schon. So. Mit dem dahin.
Und dann von hier nach da. Das funktioniert. Super. Die Wucht in Tüten. Und das geht dann wahrscheinlich nicht. Sowieso zu lang. Oh, ist das nervig. Meine Güte. Ein Gefrickel manchmal, ne? Oh, das passt. Geilo. Das ist ja der Shit. So. Und dann kommt tatsächlich von hier irgendwann das Eisen. So. 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 Und dann holen wir nämlich auch gleich den Strom. Wupp, wupp. So. Und meine Güte, wird aber auch lang am Ende. Ist natürlich ein bisschen dumm, dass jetzt das Band von unten nach oben muss, ne? Das ist ein bisschen dämlich, aber gut. Am Ende verkraftbar. Warum geht das eigentlich da rein? Egal. So, komm hier. Komm. Ach, Mann, ey. Frickelscheiße, ey. Eins, zwei. Warum zwei? Weil zwei cooler ist, so. Da hoch. Oh. Snap, snap. Geht das so, so, so. Das geht dann nachher hier oben hin. Ich hätte das gleich mal schön machen können, aber nein. Meine Unfähigkeit kotzt mich an. Jetzt gehen wir aber gleich auf 3. Was soll der Geiz? Hier auch 3. Und dann passt das schon. Zack. Zack. Und das geht dann da oben nach oben rauf. Wände. Haben wir hier so einen Eingang. Zack und zack. Und dann wird da noch ein Schuh draus. Ja. Können wir beleben. Zack. 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 Jetzt nehmen wir aber gleich Benzin mit. Damit wir gleich ein bisschen roden können. Währenddessen bauen wir hier das Fließband fertig und von da hinten machen wir dann gleich den Strom zum Miner. Dann rennt das wie geschnitten Brot. Zack. Er ist schon cool, so ein Vierfachband. Da läuft dann schon ordentlich was. So, damit ist das Fließband zumindest theoretisch fertig. Kommen wir gar nicht mehr lang. Müssen wir hier lang laufen? Okay. So. Wo haben wir denn die letzte Leitung lang? Da. Dann bauen wir da doch einfach Masten hoch, oder was? Na, wieder hochrennen. Oder hochgesprungen? Ne, nie im Leben. Nie im Leben. Gut, machen wir einmal den Umweg. Und fangen damit gleich an. Zack. Weg damit. Wird gleich mal wieder gerodet hier. Platz schaffen für Wesentliches.
Platz im Inventar, sehr gut. Da kommt der Große. Na komm, ihn Jung. Rabimmel. Ordentlich Holz. Zzzzt. Und weg damit. Ja, schön, wenn man das Nötige mit dem Nützlichen verbinden kann. Der wächst da unten. Und nochmal ein bisschen Holz. So. Nun sind wir auch schon da. Nun muss die Kettensäge nicht mehr auf Ketten gehen. ja. Komm. Ein dahin und einen dahin. Machen wir uns gleich Strom ran. So und so. Wupp. Ja, von hier kommen wir auf jeden Fall hoch. Das ist ja schon mal was wert. Können wir den eigentlich? Ja, er baut dann gleich den Masten mit. Sehr schön. Müssen wir hier nicht unnötig Ressourcen zu lang. Den richten wir einmal ein bisschen aus. So. Holzen hier gleich nochmal ab. Und Feuer. Und 54 Holz haben wir schon mal wieder. Und na, geht er da schon ran? Ja, Bombe. Draht zu lang. Nee, schade. Einmal dahin. Und ran da. Und dann sollte der gleich loslegen. Perfekt. So, ich muss jetzt aber nicht die ganze Zeit die Kettensäge im Ohr haben. Jetzt hat das Inventar. Bisschen Platz haben wir noch. Und dann nutzen wir das. Weg den Scheiß. Ich habe nichts zu suchen. Orange. Echt schöner Sonnenuntergang. Schön im Pink gehalten. Vanilla Sky. Wieder einmal. Und weg damit. Zack. Und zack. Ich sag's euch, Leute, es wird Zeit für Kohle. Ach, guck mal. Eine Beere gefunden. Ist ja der Shit. So, damit haben wir in jedem Fall erstmal unsere Engpässe behoben. Ach, halt die scheiß Nordse, du scheiß Kettensäge. Alter, das sieht auch aus. Meine Fresse, da liegt noch nicht mal was drauf. Oh, hallo Schnecke. Kein Platz mehr für Schnecke. Scheiß auf Eisenerz. Komm, Schnecke. Du bist jetzt mein Freund. Plock. So, warum habe ich mir das letztens eigentlich so schwer gemacht, darüber zu kommen? Wenn das hier relativ easy geht. So, mehr Holz. Zack. Oh, anscheinend kein Platz mehr. Aber egal. Wir bringen das erstmal rüber. Warum ist hier Stillstand? Ist das Lager eventuell... das war ganz schön tief. Schaden an Eigentum. Oh ne, jetzt gerade der Strom aus. Der steht, zwei stehen still. Was soll das denn? Warum stehen zwei still? Strom haben die aber, oder? Ja. Recht eindeutig. Was ist hier los? Der ist voll. Dann hat sich das mit meinen Lagern wohl gerade ein bisschen erledigt. Oder ich habe irgendwas falsch gebaut. Nee. Beides jetzt nicht unmöglich. Aber wir sorgen jetzt mal dafür, dass wir mittelfristig genug Strom haben. Zack. Also. Ab in die Treibstoffmanufaktur. Ich würde es gerne Raffinerie rennen, aber das ist Quatsch. So, da geht nämlich schon gar nichts mehr. Der ist auch fast leer, aber gut, den wird auch nicht viel weggefressen. Komm mal her hier. Einmal so. Und dann machen wir uns erstmal Biomasse. Oh, da kriegen wir aber auch nicht was zusammen. Zack, kann der erstmal weitermachen. Biomasse Holz. Die kriegen wir schön schnell weggedödelt.
und mehr Biomasse aus Holz. Ja, die Kettensäge ist da echt schon Gold wert. Das ist erstaunlich. Kann das nicht einfach da bleiben, wo ich gerade war? Das wird die Sache wesentlich einfacher machen. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal wieder genug gesammelt für 2-3 Stacks. Und dann ist hier auch wunderbar Ruhe. Muss ich mir da keinen Schädel mehr machen. Mehr Kalkstein, warum auch immer. So. Die Zelle packen wir hier hinten rein. So. Machen wir da auch wieder ein bisschen Platz. Und jetzt. Was ist das denn? Achso, diese Mörser-Sphäre. Ist ganz schön laut hier. Das geht nicht. So, dann gucken wir mal, warum die Förderbänder stillstehen. Beziehungsweise wo sie stillstehen. Hier stehen sie still. Das steht still und das da drüber auch. Das da drüber kann ich mir erklären, das da drunter nicht wirklich. Was ist los? Ist der echt voll? Ich werd bekloppt. Der kommt nicht so recht hinterher, ne? Hast du keinen Abnehmer? Wieso hast du keinen Abnehmer? Ach, du bist voll. Da war das Problem. Oh, mal ein bisschen verteilen, wa? So. Oh, der ist auch fast voll. Wir haben ganz schön viele Eisenstangen, meine Fresse. Ja gut, haben wir auch nur einen Abnehmer, ne? Ja, wir haben eine leichte Überproduktion, möchte ich mal einfach behaupten. Was mit euch? Wie viele Platten haben wir? Auch fast voll, meine Fresse. Und auch ziemlich voll. Gut, davon können wir erstmal noch ein paar mitnehmen. Ein paar rüberpacken. Ja, 200 hätte ich schon ganz gerne dabei. So. Und jetzt gucken wir erstmal, dass wir unser Stromproblem in den Griff kriegen. Also in jedem Fall hauen wir hier jetzt gerade das Maximum an Schrauben rein, was geht. Also sowohl hier als auch... Wieso kommt denn da jetzt zweimal Eisenschrauben? Das ist ja Tinnef. Das ist ja Tinnef. Hat der schön die ganze Zeit nicht produziert. Na herrlich. So. So, der kriegt von da. Dann können wir das nämlich einfach mal wegnehmen. Achso, der liefert darüber. Das muss ich gerade echt überlegen. So, Moment. Da sollten Schrauben geliefert werden. Werden hier Schrauben geliefert? Nein. Ach, die Förderbänder sind aber noch voll damit. Scheiße. Na gut. Eisenplatten? Achso, ja. Logo. So. Und kommt von hier weiterhin Eisenstangen. Das ist ja dann richtig. Lebe der Denkfehler. So. Und dann sollten von hier auch nur noch Schrauben kommen, wo noch keine drin sind. Zum Glück haben wir einen üppigen Vorrat. Wo auch immer der hin ist. Wahrscheinlich hier hinten reingeflossen, ne? Ja. Oh, meine Güte, mein Inventar ist zu klein. Ich muss da echt was dran ändern. Das geht also gar nicht. So, der produziert schon. Der kriegt welche. So. Ein paar behalten wir auf Tash. Und dann läuft der Scheiß hier. Hoffentlich wieder. Zack. So. Nichtsdestotrotz kriegt der jetzt unser Maximum von 60 pro Minute. Da es direkt aus dem Container kommt. Das ist ordentlich befüllt. Der kriegt noch nicht, weil wir da noch Strom brauchen. Das ist ja nun nicht unlösbar. Aber wahrscheinlich haben wir dann gleich ein generelles Versorgungsproblem. Dahin und dahin.
Du machst Eisenbarren. Du machst alternative Schrauben. Sehr schön. Und dann sollte das doch gleich flutschen. Ja, perfekt. Ja, oder auch nicht. Man sollte schon alles irgendwie verbinden. So. Damit läuft jetzt soweit alles. Der hier unten kriegt gerade nichts, was aber nicht so schlimm ist, weil der eh massiv überfüllt ist. Was ist das? Eisen jetzt, gut. Aber das muss ja auch erstmal rankommen hier. Das dauert ja nochmal einen Augenblick. Oh, da kommt's schon. Perfekt. Boah, klasse. Perfektes Timing. So, damit haben wir fast die ganze Folge gebraucht, um den ganzen Scheiß ein bisschen zu ordnen. Dann gucken wir jetzt doch erstmal, was wir brauchen, um hier ein Level abzugraden. Damit wir endlich mal Kohlekraftwerke kriegen. Wir haben unseren Produktionskuddelmuddel erstmal ein bisschen gelöst. Da bin ich ja grundsätzlich erstmal Kohleenergie. Kabel und Dings brauchen wir noch. Na, Kabel und Draht. Haben wir zum Glück in rauen Mengen. Also Kabel noch nicht, aber Draht auf jeden Fall. Das heißt, das sollte überhaupt kein Problem sein. Das heißt, wir kriegen Kohlekraftwerke und das heißt, geiler Scheiß. Endlich vernünftig Strom. Natürlich stehen unsere Kabel hier am Arsch der Heide, ey. Nehmen wir erstmal ordentlich ein paar mit und den Rest klöppeln wir uns zurecht. Kabel gehen ja zum Glück so unglaublich schnell, dass wir da nicht das Problem mit haben sollten. Na gut, 200 dauern vielleicht doch ein bisschen. Hm. Scheiß noch eins. Aber wir haben so gut geschafft, dass wir nächstes Mal, oder beziehungsweise nächste Woche, tatsächlich Dings machen können. Na, Kohlekraftwerke. Da habe ich Bock drauf, da habe ich richtig Bock drauf. Ne, ich spiele ja nicht in der Experimental, das heißt, ich werde den ganzen Wasserscheiß noch nicht brauchen. Aber vielleicht werde ich da mal einfach umswitchen. Obwohl, ne. Ne, wir warten auf die. Auf das Release von der EA. Das macht, glaube ich, erstmal noch mehr Sinn. So. Hier müssen wir hin. Kohleenergie. Meilenstein auswählen. Versteckte Eisenplatten, Rotoren, Kabel, Draht und Kabel. Puff. Tada! Milestone reached. Wir stellen uns gleich transportation as well as the construction of outposts is now encouraged. An increased focus on the explorer. Ein versteckter Fokus auf Erkunden und Ausbeuten wird empfohlen. Coal is 125% more efficient than biomass. Yeah, darum geht's mir. Kohle ist effizienter drauf geschissen, aber automatisierbar. Wie viel Megawatt haut denn so ein Kohlekraftwerk raus? Kohlegenerator 50. Boah. Da brauchen wir ja mal massiv weniger von dann. Und wir können uns sogar instant zwei leisten. So, einer hiervon ersetzt zwei davon. Wie gut ist das? Wir gucken entsprechend mal nach Kohle. Ich glaube, wir können. Auf jeden Fall können wir schon mal gucken, wo sie ist. Pum. Oh. Da haben wir eine. 500 Meter, 600 Meter. Alter, ist das weit weg. Na, leck mich fett. 1200. Ja, ich glaube, wir gucken erstmal nach da hinten. Wir kommen hier nicht mehr durch. Scheiße. Machen wir anders. Hier. So. Und dann kommen wir da immer noch nicht durch. Dim, dim. Brauchen wir wohl den hier. Zack. Bauen wir hier mal eine Rampe runter. Ja, komm. Machen wir gleich richtig. So, so. Reißen den Scheiß hier weg. Rang! Kettensäge-Hep. Ups. Dahin und dahin. Dann 6er dahin.
die dahin. Ja, dann bauen wir gleich ganz runter, oder? Ja, was soll der Scheiß? So. Zack, zack. So, kommen wir da auch wieder hoch. Ping. Ist das Ficke weit weg. Gut, die 300 Form war jetzt auch nicht so schlimm, aber wir müssen doch eine Ecke rennen. Meine Fresse. Und das nur für Strom. Dann brauchen wir dringend die besseren Fließbänder und die besseren Miner. Hm, aber keine Gefahren auf dem Weg, das ist ja erstmal schön. Was sitzt da oben? Sitzt da was? So, Hälfte haben wir schon geschafft. Immer noch kein Viech gesehen. Das ist. Was ist denn das? Ich will wissen, was das ist. Oh, auch ein Highlight hier zum Ende der Folge. Och nö. So viel zum Thema, soweit ist es doch nicht. Ach du Scheiße, da drüben. Wie komme ich denn da hin? Na gut, mit Plattform am Ende. Das werde ich mir ganz leicht machen. Ja, brauche ich mit Plattform rüber. Aber ich will jetzt wissen, wo ist der Hügel? Hier ist der Hügel. Habe ich da hochgesprungen? Nö, natürlich nicht. Egal. So, jetzt komme ich. Ach komm schon, scheiße. Echt nicht? Dann leck mich doch. Mach's halt so. Zack. Das ist bestimmt wieder nur so ein Mercer-Scheißding. Oh, nett. Kann ich da hochklettern? Das wird total cool. Nö, aber ich krieg eine Menge Holz. Kann ich jetzt hier? Doch. Ha! Geht. Was ist das denn? Somersloop. Okay, wir gucken mal. Das kenne ich noch gar nicht. Somersloop. Work in progress. Steht da irgendwas? Ein seltsamer außerirdischer Gegenstand mit einer merkwürdigen, irgendwie vertrauten Form. Okay. Haben wir erstmal. So, und jetzt machen wir uns hier an das Wesentliche. Erstmal, wie sterben wir? Sehr schön. So schon mal nicht. Der Scheiß kommt wieder weg. Dann gönnen wir uns mal so ein Bärchen hier. Denn ich habe das Gefühl, gleich gibt's aufs Maul. Spätestens wenn wir darüber rennen. Oh, ich sollte nicht weiter essen, wenn ich nichts mehr habe. So, und den Sino. Kommst du denn jetzt her? Stirb! Arschloch! Wo? Wo kommst du her? Na komm her. So. Schicht im Schacht. So. Zack. Beide heute und da hinten haben wir die Kohle. Das machen wir ja mit links, würde ich sagen. Da rennt zwar irgendwas rum, aber da scheißen wir gefickt drauf. So. So. Hier steht mal eben, hier steht nichts dem Fortschritt im Weg, dass das mal klar ist. Zack. So. Okay. Krebsmenschen. Ich werde bekloppt. Oh nee, das ist so ein Feuerspucker. Oh. Die halten aber aus, ey. Noch einer. Na, leck mich fett. Komm her. Stirb. Stirb, hab ich gesagt. Oh, sag mal. So. Pissnäcke, ey. Hier mit zum Ende hin noch Ärger machen. So, ist das die Kohle? Das ist Kohle. So, aufheben wollen wir das nicht. Wir wollen das direkt nach Hause schicken. Da ist ja noch einer. Na, leck mich doch.
Das hat gesessen. Ja, da rennst du weg, ne? Penner. Meine Kohle. So, dann ziehen wir uns hier fix einen Miner hoch. Zack, Ausrüstungswerkstatt. Dann haben wir auf das jeden Fall das diese Folge noch geschafft. Mobile Miner. Oder auch nicht. Warum können wir den nicht bauen? Nicht genug Platz im Inventar. Was kann denn hier von weg? Hier, Grünzeug kann weg. Drauf geschissen. Und dann kommt ja ein Miner drauf. Zack, zack, zack. In die Richtung. Das reißen wir wieder weg. Hier bauen wir einmal fix Förderband. Über unsere nette kleine Brücke. Und dann haben wir tatsächlich schon unsere erste Kohlemine. Das ging flott. Na, so rum nicht. Ja, damit kann ich optisch leben. Und dann geht's. Förderband zu lang. Ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also noch 4 genau in der Mitte. Perfekt. Zack. Zack. Damit wir hier nicht nochmal hinrennen müssen, nehmen wir gleich Strom mit. Zack. Ne? Ich habe keine Ahnung, ob die Viecher da nochmal respawnen und da habe ich ehrlicherweise keinen Bock drauf. Also bereiten wir alles bis hierhin vor. Dann ist schon wieder der Strom alle. Alter, es wird echt Zeit für Kohle, aber die gibt es erst in der nächsten Folge, denn Stündchen ist mal wieder rum. Wir haben die erste Kohleminie. Also zumindest steht sie. Die läuft noch nicht, aber sie steht. Das heißt, in der nächsten Folge gibt es Kohlekraftwerke. Und dann geht das hier richtig ab. Dann haben wir nämlich endlich mal zuverlässig Strom. Und müssen nicht die ganze Zeit hin und her rennen und irgendwelche Bäume noch abgrasen. Und das geht mir tierisch auf den Sack, ehrlicherweise. Ne, wir werden ein paar Generatoren erstmal noch laufen lassen müssen. Weil wir wahrscheinlich nicht genug Kohle rankriegen. Aber da ist drauf geschissen. Ja. War eine etwas seltsame Folge. Zum Ende gab es auch noch ein bisschen was Neues. Das ist ja eigentlich ganz schön. Wenn auch nicht viel. Das meiste war tatsächlich wieder einmal Optimierung. Von hier sieht der Lift echt geil aus. Aber das ist gar nicht schlimm. Dafür läuft das da jetzt hinten vernünftig. Und wir können uns an neue Herausforderungen wagen. Und können tatsächlich unsere... Wie sind die Dinger? Manufaktoren? Ja, unsere Manufaktoren weiter ausbauen. Denn jetzt haben wir das alles ein bisschen schöner geordnet. Können also unseren Output wieder erhöhen. Und auch relativ weiter Fortschritte machen. Relativ schnell weiter Fortschritte machen. Also, wenn ihr Bock habt, seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Satisfactory. Ich danke euch, ich sollte nicht so schnell reden, oder? Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ne, ich freue mich über jeden, so wie Thorsten, der hier regelmäßig mit reinschaut. Ne, ich habe weiterhin Spaß dran, wenn ihr den auch habt, bin ich umso glücklicher. Ne, und wenn nicht, naja, ich mache die Videos sowieso, ne? Okay, dann vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdt.